Ein Foto von Jesus zeigt ihm, wie er im Knasthof alleine seine Runden dreht. Die Fans feiern das Foto. Doch so wie es entstanden ist, dürfte es eigentlich nicht die Runde machen. Das Bild, was Bones MC auf seiner Instagram-Seite gepostet hat, sorgt jetzt für Chaos im Knast. Scheinbar beobachten die Polizisten ganz genau, was die 187 Stars so posten. Denn kaum wurde es veröffentlicht, wurde die Zelle von Jesus und auch von anderen Häftlingen durchsucht. Sie vermuten ein Handy im Gefängnis und werden später fündig. Nun bekommt Jesus eine weitere Strafe, wie die Zeitung jetzt bekannt gibt. Ein Disziplinarverfahren läuft jetzt gegen den 187 Rapster. In der Zeitung heißt es, hat da einer ein Handy hinter Gittern, Beamte durchsuchen Zelle für Zelle, bis sie tatsächlich ein Mobiltelefon bei einem Gefangenen fanden. Das ist ja jetzt los, ein Disziplinarverfahren läuft. Ein Behördensprecher. Aus Gründen der Sicherheit und Ordnung dürfen Gefangene im Justizvollzug grundsätzlich keine Mobiltelefone besitzen. Eine Reaktion von Bones MC oder anderen 187-Member gibt es aktuell nicht. Übrigens muss Jesus noch knapp 170 Tage hinter Gittern verbringen. Dann ist er wieder ein freier Mann. An die Rapcheck-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Glaubt ihr, dass Jesus bei guter Führung schneller raus darf? Oder wird er noch weiteren Ärger hinter Gittern machen? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.